Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 4 von Simotrans mit dem Comic Pack. Und zwar hatten wir die Überlegung, hier ja bei diesen Linien hier einen Zug hier fahren zu lassen. Und ich denke mal, da setzen wir jetzt mal um. Und was mir noch einfällt, der Michael Friedrich hat schon vor längerem geschrieben gehabt, ich soll mal reingucken wegen den Dingenskosten hier. Ne? Ja, der fährt tatsächlich keinen Gewinn ein. Ne? Gibt es Kutschen, die überhaupt Gewinn machen? Lass uns mal die Listenverwaltung aufmachen und dann Fahrzeuge. Wahrscheinlich gibt es gar keine Kutschen, die Gewinn machen, oder doch? So, Bezeichnung bringt uns nicht weiter, ne? Gewinn. Also doch, es gibt Kutschen, die hier Gewinn machen. Zum Beispiel diese. 221, ne? Aachen, Neubrandenburg fährt er. Er hat immer voll geladen wahrscheinlich und dann klappt das. Könnte ich mir vorstellen. Sind auch mehrere Kutschen, die Gewinn machen. So ist nicht. Also es ist schon was da, ne? Also so wie ich sehe, sind die Mehrzahl. Jetzt sind wir bei der Hälfte durch. Ah, die Hälfte wenigstens. Aber das sind ja auch Kutschen, die vielleicht gerade neu sind, ne? Aber nach dem Intro gucken wir, dass wir hier eine Zuglinie vielleicht von Neubrandenburg nach Gütersloh kriegen, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, ich weiß nicht, ich gucke nochmal schnell in die Liste rein, ob ihr das eben gesehen habt. Diese Liste war ja doch etwas klein, als ich noch im Intro war oder vor dem Intro war. Ja, wie gesagt, hier sind die Werte der Kutschen. Die beste Kutsche bracht 220 Euro oder Similionen oder wie sie auch immer heißen. Ich glaube, Similionen heißen sie, ne? Und ja, sieht eigentlich ganz gut aus, sollte klappen, ne? Was sagt denn der Block hier? Ach so, 169, sind wir immer noch mit Minus unterwegs, ne? Das liegt aber dann definitiv woanders dran, oder? Müssen wir noch im Auge behalten, oder wie? Aber wir haben ja erstmal ein bisschen Geld. Ich glaube, wir machen das mit der Kutsche, mit der Bahn erstmal. So, das heißt, Gleise hin. Ich mache mal 4 auf jeden Fall gerade. Dann würde ich sagen, fahren wir hier rüber, da runter, da runter. Noch da, das macht doch schon mal einen guten Eindruck, oder? Die Kurve war jetzt vielleicht nicht optimal. Hier drüben machen wir einmal eine Schräge hoch. Wo ist unser Bagger? Da. Wir fahren hier weiter rüber. Da. Ne, da können wir dann da hochfahren, oder? Dann lass das mal gerade weg sein. Sein lassen. Würde es so machen wollen. Dann fährt er da lang. Ist erstmal gut. Ich habe schon wieder falsche Taste gedrückt, ne? dann machen wir das hier. Machen wir hier eine Aufschüttung oder machen wir das da rein? Wir machen eine Aufschüttung. Das wird zwar ein bisschen teuer dadurch, aber ist dann halt so. So, Gleise, passt erstmal, ne? Vielleicht muss man später umbauen oder so. Na, WASD ist es nicht, immer noch die Falltasten beibehalten. So, dann brauchen wir einen Bahnhof. Güterbahnhof, nö. Den hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Achso, wir müssen noch irgendwo so ein Abzweig machen. Wo machen wir den hin? Hier ist eine tolle Stelle. Das gefällt mir, da kommt das Depot hin. So, das passt. Und dann machen wir noch eine Lok. Unser wunderbarer kleiner Adler. Und Passagiere ist ihn einmal anhängen, bitte. So, und dann geht der Fahrplan von dort nach dort. Und eigener Fahrplan, Fahrplan zur Linie sollte das sein. Das ist dann die Linie. Regionalzug Gütersloh
weiter erst ein Minus setzen. Neubrandenburg. Habe ich es richtig? Ja. Fahrplan, Gütersloh, Neubrandenburg. Passt. Ich glaube, der kann zu und der kann dann starten, ne? Ist die Frage, wo er zuerst hinfährt, aber ist eigentlich, nee, ist nicht egal, weil hier unten der ist. Fahrziel Gütersloh-Rathaus, sehr gut. So, und das bedeutet gleichzeitig, dass wir mit diesem kleinen Zug uns von diversen Kutschen ausmustern waren, ne? Sobald diese leer ist. Gütersloh Neubrandenburg wird ausgemustert. Nicht laden. Oh, die war leer. Muss wohl, sonst wäre sie nicht verkauft worden. Dann passt das. Die auch dahin. Dann haben wir die hier noch. Die ist auch noch voll. Und sonst sind keine mehr, ne? Und dann können wir die Linie auch gleich eindampfen, wenn die alle weg sind. 4 Passagiere von 62 möglichen. Und der Zug ist für den Bahnhof viel zu groß, ne? Hätte auch auf 2 Haltestellen gereicht. Naja, das wird jetzt teuer. Aber vielleicht ergibt sich das ja am Ende. Nee, das ist der falsche. Den wollte ich haben. Fahrzeugliste. Habe ich die alle? Es sind nur 4. 1, 2, 3, 4. Müsste passen, ne? Fünfter ist ja schon weg. Danach kann der Regionalbus weg. Auf jeden Fall ist der mit 40 km/h ja wohl schneller unterwegs schon mal. Das ist schon mal ein Vorteil. Wie sieht das hier mit Leuten aus? 20, 30. Das ist schon mal gut. 30 über Gütersloh. Das würde bedeuten, wir haben den halben Zug voll. Ne? Da waren 62. Ja, vielleicht kommt ja der ein oder andere noch dabei. So, nur noch 2 Kutschen auf der Linie. Dann kann die Linie auch ausgemustert werden. Ne? Die erste Fahrt ist natürlich teuer, weil nur 4 drin sitzen. Aber mal gucken, wie sich das ergibt. Und die eine ist schon vorne vorweg, da. 44 Passagiere stehen da jetzt. Wie viel stehen denn hier unten? Das ist die nächste Frage. Tut sich da auch schon was? Ah, Lüneburg nur. Okay, aber eigentlich müsste das klappen, ne? Muss der Zug da unten. Der fetcht auf jeden Fall eine ganze Ecke schneller wie die 2 Kutschen. Und hat sich hier noch was getan? Köln, Aachen, Aachen? Nee, das sind immer noch 30. 47 da, aber Kapazität vom Bahnhof sind 153 mögliche. Aber er kommt ja an. Das ist ja schon mal gut, ne? Ja, wie man sieht, 2 Bahnsteige hätten auch gereicht. Vielleicht sollten wir sie doch abreißen wegen den Unterhaltskosten. So, 28. Und er fährt jetzt mit 30 zurück. Hat aber 58 plus. Naja. So, er ist jetzt hier gleich weg, oder? Sollte er wenigstens, wenn er abgeladen hat. Ja, da ist er weg. So, nur noch die eine Kutsche ist jetzt da. Ja, die ist da. Da können wir gleich Linie löschen klicken, ne? Wenn er denn da ist.
Und ist jetzt hier Neubrandenburg, Aachen, Köln, Köln, Aachen. Aber hier kommen jetzt zwei Kutschen an. Vielleicht bringen die ja Passagiere auch noch für Gütersloh mit. Oder weitere Ziele über Gütersloh. Schauen wir mal, ne? Kutsche kommt jetzt hier um die Ecke. Dann ist das erledigt. 33 Passagiere, 33 Gewinn minus also. Ist der schon so weit? Ne, der ist noch nicht so weit. So, erstmal verschwindet diese Kutsche. Und dann können wir die Linie löschen. So, dann haben wir den Bahnhof, ist klar. Der Zug. Ah, hier haben wir auch schon einen zweiten Bahnhof, ne? Gütersloh ist auch da, okay. Immer noch Lüneburg. Ah, Gütersloh steht jetzt keiner hier bei, ne? Komisch. Das ist ein bisschen komisch. Hat sich nichts geändert mit den Zielen. Die Eisenbahn fährt gleich mit leer, ne? Oder? Vielleicht sollten wir da schnell in die Linie nochmal einsteigen und das bearbeiten, oder? Vielleicht sollten wir eine Mindestbeladung machen. 10% sind 6. Oder mehr wie 6. Ja, das sollten wir schon machen. Gut. Macht das Zug. Zug kommt an. 30. Alle entladen. Und es ist niemand da, der einsteigen kann. Was zwischen an. Über Lüneburg, über Lüneburg. Aber nur hin und her fahren mit nichts drin. Das bringt auch nicht viel. Das macht schon Sinn zu warten. Hier stehen jetzt schon 5 Passagiere über Gütersloh. Das ist ja schon mal etwas. Hier ist es jetzt am Haken, ne? Gibt es denn irgendwo Putschen? Ne, die sind gerade weggefahren. Ah, da kommt einer. Da hinten ist noch einer. Kann man da sehen, wo die hinwollen? Ja. 2 über Gütersloh, okay. Könnte also klappen, dass wir 2 Passagiere da kriegen. Nochmal 2 über Gütersloh. Und nochmal 2, nee, 4 über Gütersloh, okay. Hier sind es jetzt schon 8, das heißt, es wird sowieso gefahren. Auch da sogar noch 8 über Gütersloh und 3, das sind schon 11 von der anderen Seite. Aber in Gütersloh ist ein bisschen mau jetzt. Gefällt mir ja jetzt nicht so, ne? Lass uns mal gerade gucken, was kostet uns der Bahnsteig? 320. Ich tendiere dazu, den dann da... Normalspur abreißen. Was reiße ich denn ab, wenn ich das hier so mache? Okay, das passt. Das wollte ich jetzt auf jeden Fall machen. Das kostet uns zu viel Geld. Brauchen wir nicht. Macht keinen Sinn, so viel Geld auszugeben für einen Bahnsteig, den wir nicht benutzen. Hier steigt keiner ein. Und hier oben in Neubrandenburg sind jetzt dadurch, dass ich das weggemacht habe, die Leute weg. Kann das sein? Oder vertue ich mich da jetzt? Sieht so aus, oder? Es ist tatsächlich so, wo ich jetzt die 2 Bahnsteige abgerissen habe, dass da keine Passagiere mehr stehen. Also irgendwas ist jetzt nicht so dolle, ne? Komm, wir machen mal gerade schneller, bis die Kutsche da ist. Und gucken, dass wir hier in den Zug einsteigen. Nö. Die waren für Bad Zwischenahn wohl. Also das wäre jetzt nicht so der Hit, oder? Keiner hier.
Passiert denn irgendwas überhaupt hier? Da kommen doch jetzt ein Fahrgäste gekommen. Da kommt noch eine Kutsche. Mal gucken, ob da wenigstens Fahrgäste bei sind. Da waren noch zwei. Als ob es die Linie nicht gibt. Ist schon komisch, oder? Jetzt lass. Ah, ich sehe schon mal einen Fehler, den wir haben. Der Stopp liegt an der falschen Stelle. Da müssen wir die Linie nochmal bearbeiten. Gut, dass ich da nochmal reingeguckt habe, ne? Das hier. Stopp da rein. Der kann weg. 10. Der Stopp liegt noch gerade so drin und der liegt da. Lag das jetzt da dran an dem freien Wegpunkt hier? Warte mal, das müssen wir jetzt noch ändern, oder was? Fahrplan war es, okay. Der hat jetzt den freien Wegpunkt da drin. Was ist jetzt hier passiert? Irgendwas ist jetzt hier faul. Mach den Zug mal zu. Mach ihn wieder auf und guck ihn noch in den Fahrplan ein. Eigener Fahrplan? Nee, will ich nicht. Ich will den da haben. So. Das passt alles. Neubrandenburg, 10% Gütersloh. Jetzt geht das wieder nicht, ne? Jetzt hat's geklappt. Ich möchte da aber auch die 10% haben. Jetzt fährt er aber nach Gütersloh zuerst. Also der Bahnhof ist ja schon offen hier. 33 Passagiere wartend. Lüneburg, was ist hier? Hier, da ist auch keiner. Komm. Fahr dahin. Nee, fahr dahin. Fährt er jetzt dahin dann? Lass ihn fahren, damit er mehr fährt. Ich weiß nicht, warum hier das nicht klappt. Keine Ahnung. Das ist wieder so komisch irgendwie, ne? Gut. Ja, gehen wir gerade auf den Zug, fahren mit dem mit. Machen wir gerade schnell, ich will es jetzt wissen. Sich jetzt hier was tut. Über Neubrandenburg 2 in 6. Da ist was passiert, aber hier ist nichts passiert. Lass uns nochmal nach Gütersloh fahren. Da unten stehen 9 und da oben kommen jetzt auch Gütersloh an, komischerweise. Keine Ahnung, wo es wieder der Haken sitzt. Das ist wieder sehr komisch, aber egal. Ich sag mal, für die Folge soll es auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Und hier sehen wir 1800 gewinnen. Das geht eigentlich, ne? Da müsste es eigentlich klappen, wenn da jetzt ganz viele drin sind demnächst. Dann wird das schon was. Dann sind auch die Bahnsteiger bezahlt. Bis dann. Ciao.